Ach, herrlich. Lässt dir immer was einfallen. Mit diesem bekannten Schokoriegel fängt Küchenchef Leander an. Er macht ihn in seiner Küche nach. Das sind 1, 2, 3 Schichten. Der Boden aus Schokolade, eine Schicht hellen Nougat und Karamell mit Erdnüssen. Viel Spaß. Die sind nicht so süß, noch ein bisschen salzig, ne? Oder? Mache ich das nur? Ich glaube, wir müssen loslegen. Das ist echt viel Arbeit. Für den Schokoboden mischt Leander cremige Erdnussbutter mit kleingeschnittener Vollmilchschokolade. Sein Ziel? Eine flache, dünne, feste Schicht Kakaogold. Der Kühlschrank hilft mit. Haben wir. Zweite Schicht? Leander nennt es helles Nougat. Woraus besteht das? Also die Masse besteht definitiv aus Zucker. Und etwas cremigen. Der Küchenchef versucht es mit Kondensmilch und Butter. Und lassen das so ein bisschen einreduzieren und karamellisieren. Einreduzieren, also aufkochen, bis es fester wird. Dazu Erdnüsse, denn auch die Originalmasse enthält Erdnusssplitter. Etwas crunchy Erdnussbutter schadet auch nicht. Das sieht schon gut aus. Ist aber noch nicht glänzend und fein genug wie beim Original. Also hilft der Koch noch etwas nach mit Eiweiß und Zucker. Der Mixer verwandelt es in eine fluffige Masse. Jetzt müsste es runterfallen, dann würdest du lachen, ne? Der Eiweißfluff verleiht der hellen Erdnusscreme zusätzlich Stabilität. Die noch warme Masse muss Leander möglichst schnell auf der Schokoschicht verteilen, bevor sie schmilzt. Dritte und letzte Schicht des Schokoriegels, Karamell mit Erdnüssen. Wer weiche Karamellbonbons hat, kann sich damit do-it-yourself die Plomben ziehen oder sich eine Karamellmasse basteln. Die zerkleinerten Toffees bekommen Kondensmilch und etwas Feuer unterm Hintern. So, komm, no risk, no fun. Das Risiko? Leander benutzt salzige Erdnüsse, weil der Originalriegel auch etwas salzig schmeckte. Hoffentlich wird's nicht zu würzig. Das nenne ich mal Snickers. Wir dürfen den Markennamen doch nicht sagen, sonst denkt wieder jemand, wir machen Schleichwerbung. Machen wir natürlich nicht. Es geht nur darum, diesen Riegel selbst hinzubekommen. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wenn das schief geht, kann ich nochmal von Neuem anfangen. Leander hat Angst, dass die süße Karamellmasse an der Folie kleben bleibt. Aber der Küchenchef hatte die Folie eingeölt. Glück gehabt. Ist vielleicht noch ein bisschen groß, der Schokoriegel? Muss in den Kühlschrank. Ist auch eine Antwort. Also. Eine Stunde später ist der Erdnussriegelkuchen gekühlt und fest. Erst jetzt schneidet der Küchenguru die Masse in Schokoriegelgröße. Und damit den Riegelchen nicht kalt ist, bekommen sie eine schöne warme Schokoladendecke. Und bevor die im Kühlschrank richtig fest wird, zaubert Leander die charakteristischen Zipfel auf die Riegel. Rechts oben das Original. Alles andere sind die Do-it-yourself-Kopien. Wie sie schmecken, werden wir noch testen. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab, muss sagen, die habe ich noch nie gegessen. Dann haben die meisten Zuschauer dir was voraus. Außen Brötchen, innen Salami. Schaffst du das? Ja, krieg ich hin. Ich setz noch einen drauf, ich mach sogar die Wurst selbst. Warum lachst du? Einfach so eine Wurst in so einen Teig machen kann ja jeder. Also mache ich die Wurst selbst. Glaubst du nicht, ne? Dann legen wir los. Für die Salami verlangt Leander frisches Rinderhack. Das besorgen wir ihm im Supermarkt. Ist das richtig gutes Rinderfilet? Ja, aus der frischen Theke. Der Küchenchef würzt mit Pökelsalz und Kräutern. Aber wie wird das Hackfleisch zu einer kleinen, runden Salami? Leander durchforstet seinen Kühlschrank. Und was hat er da gefunden? Schnupfen. Der Schnupfen ist ein Schafsdarm. Sowas bekommt man beim Fleischer. Gut, jetzt kommt der Kraftakt. Der Darm ist hauchdünn und soll die Hülle der Do-it-yourself-Salami werden. Und das Hackfleisch muss jetzt durch ein ganz kleines Loch. Macht Spaß? Ja.
Zweiter Versuch. Das Pressen der Wurstmasse ist übrigens viel anstrengender, als es aussieht. Sieht doch gut aus. Der Küchenchef findet wohl Spaß am Fleischerhandwerk. Ja, ich fummel noch an meiner Wurst rum. Die Fummelei scheint sich zu lohnen. Im Handumdrehen hat Leander eine kleine Packung Salamis fertig. Sind halt nur noch ziemlich roh. Die Rindswürstchen müssen zum Garen in die Pfanne. Die Kuh wehrt sich. Damit die Salamis nicht verbiegen, bewegt Leander ständig die Pfanne. Alter Küchenchef-Trick, was? Schöne Wurst. Aber da fehlt was, der Brötchenmantel. Ja. Kann man auch selbst machen. Hefeteig, Nudelholz und Messer. Damit der Teig beim Backen keine Blasen wirft, piekt Leander mit einer Gabel Löcher hinein. Aber außerdem sieht man hier, beim Original sind auch nur kleine Pünktchen drin. Schlaf schön. 180 Grad, 15 bis 20 Minuten. So entsteht die Do-it-yourself-Mini-Salami im Brötchen. Sehen Sie das Original? Können Sie nicht. Kommt erst jetzt. Das ist der Snack von Leander. Und rechts das Original. Jetzt gehe ich in die Produktion. Aber wir haben noch was. Einen Snack, den kaum einer kennt. Gepuffter Emmental. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wüsste doch, wie macht man das? Der Snack besteht zu 100% aus Käse. Ist aber knusprig und leicht wie Popcorn. Leander hat keine Idee, wie man das machen kann. Käse. Also experimentiert er. Der Käsesnack war recht klein, in etwa dieser Größe. So. Mikrowelle? Darin verblubbert der frische Käse. Zu einem Matschhaufen. Kein Vergleich zum Original. Das waren kleine Würfel und die müssen irgendwie aufgeploppt werden. Zweiter Versuch. So, und die würde ich jetzt gerne trocknen lassen. Eine Stunde? 4 Tage. Wir haben keine 4 Tage. Ja, aber wir sind doch hier im Fernsehen. Habt ihr nicht irgendwie so was, so eine Zeitmaschine oder irgendwas, wo man 4 Tage zurück oder vor? Ach so, ja, klar. Die fährt gerade in deinen Garten. Nee, ist klar. Spinn da mal weg. Tage alt. Gut gemacht. Nach 4 Tagen bei Zimmertemperatur hat der Käse Feuchtigkeit verloren und ist steinhart geworden. Go. Wie Popcorn pufft das. Die Restfeuchte im Innern sprengt die harte Hülle, genau wie bei Popcorn. Jawohl. Original-Snack links und die Kopie rechts. Und hol. Geil. Wie schmecken Do-it-yourself-Schoko-Erdnussriegel, Mini-Salami im Brötchen und der Popcorn-Käse? Lass die Tester kommen. Nein, es kommen keine Tester. Heute kommt der Tester. Ja, wir haben ihn eingeladen, Jumbo Schreiner. Und ganz vergessen, es Leander zu erzählen. Wir beginnen mit dem Erdnuss-Schokoriegel. Den da? Ja. Dann nehme ich genau einen anderen. Genau. Weil wenn Köche was empfehlen, dann wollen sie immer was kaschieren. Jumbo ist wohl im Kritikmodus. Jawohl. Deiner?
schmeckt weitaus mehr nach Erdnuss als das Original. Er ist ein bisschen cremiger. Mir schmeckt Leanders besser. Wow, die Kopie rechts auf dem Teller schlägt das Original. Bei der Mini-Salami im Brötchenmantel kann Jumbo Original und Kopie zuerst gar nicht auseinanderhalten. Dieses Würstchen ist Leander. Dankeschön. Ist ein bisschen herzhafter. Die habe ich selber gemacht. Ernsthaft? Liebe Freunde, für euer nächstes Grillfest, der Leander nimmt Bestellungen entgegen. Und ich bin froh, dass du so viele gemacht hast. Hat sich die harte Arbeit wirklich gelohnt? Und was sagt Galileos berühmtester Testesser zum gepufften Popcornkäse? Optik, top. Crunchy, käsig, riecht gut. Super Käsedaumen. Wie hat sie gemacht? Wenn Jumbo wissen will, wie der Käse gemacht wurde, kann er sich den Film ja nochmal angucken. Auf Galileo TV oder Join. Und vielleicht findet er ja auch das Easter Egg, das wir hinter einem QR-Code hier in diesem Film versteckt haben.